Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Darksiders 2. Ich habe jetzt erstmal vorübergehend auf Englisch umgeschaltet, da ich echt keinen Bock habe, jetzt mir eine Lösung rauszusuchen. Und hier sind gerade ein paar Frame-Skips. Focused on nearest enemy, das habe ich doch schon gemacht. Jetzt kommen die nochmal. Construct Warrior. Also damit müsst ihr jetzt ein, zwei Folgen leben, bis ich herausgefunden habe, was hier los ist. Ich will das Spiel jetzt natürlich auch weiterspielen, deswegen habe ich das jetzt erstmal auf Englisch umgestellt. So. Und die paar englischen Sätze wird er wohl verstehen. Ich werde das Gröbste dann einfach eben kurz übersetzen für die, die da nicht sehr viel mitkriegen. Ausweichen ist jetzt noch nicht so mein Ding hier. Da muss ich noch ein bisschen klarkommen. Aber sonst geht das hier eigentlich ganz gut von der Hand. You fight well, but this corruption can't be beaten with a blade. Seek out the Forged Sister. Ask her about the fire of the mountain. Help her, and she will help you. Reach the tree. As for me, I must return to my work. And who are you to command a rider? I am a maker, older than even the Charred Council. These hands have laid the foundations for many worlds, but that was long ago, and now they but hardly know the touch of stone. Also er hat erstmal gesagt, dass wir uns zu einer ganz bestimmten Person aufmachen, Namen entfallen, und die wird uns mehr über den Baum erzählen, aber anscheinend kann er das auch. Curious as to why I seek the tree. I would not presume to question one of the four, but yes, tell me. I must restore humanity to redeem war. Heaven and hell battle upon the shattered earth. All creation trembles. And at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned. A dark presence dwells now within the tree, and the path is barred by corruption. Okay, also wir wollen zum... Wir müssen Alia finden. Level up. Cool. Hallo? Skill point awarded. You obtained a skill point. Wir haben einen Skill point bekommen. Ja. Okay, machen wir das eben. Aber jetzt tatsächlich weiter. Also er hat gesagt, wir müssen diese Alia finden. Und wir suchen im Turm den... Wir wollen Krieg retten. Und jetzt habe ich hier schon mal durchgeguckt ein bisschen. Das ist Teleport Slash. Das heißt, wir können uns durch das Schlachtfeld so kurz teleportieren und attackieren alles. Ich hätte aber gerne Exhume. Damit können wir nämlich Ghule beschwören, die mit uns kämpfen. Und das hätte ich gerne. So, wie kann ich das auswählen? So. Assign-Button. So, mit A. Farewell. Ob ich daran denke, ist natürlich was anderes, aber da vorne sehe ich erstmal eine Truhe auf der Karte. Ist ja super, dass die jetzt schon alle angezeigt werden. Hier ruckelt es ein bisschen. Das ist noch nicht so schön. Aber das wird bestimmt noch besser, denke ich mal. Wir sind gerade wahrscheinlich in einem sehr großen Gebiet. Da haben wir gerade Schuhe bekommen. Gucken wir uns auch mal die Schuhe an. Karte. Hier, Ausrüstung. Stiefel. Schön. Die nehmen wir auf jeden Fall. Das sind Level 2 Stiefel. Die bringen uns auf jeden Fall mehr Verteidigung. Bei der schönen Musik folgen wir mal hier dem Tunnel. Und sehen uns das mal ein bisschen genauer an, was hier so ist. Also momentan läuft dieser Krieg auf der Erde zwischen Hölle und Himmel. Ich will keine Kontextinformationen gerade.
zwischen Erde und Himmel. Also Krieg ist gerade dabei, denke ich mal. Oder er wurde gefangen genommen schon. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall läuft der Krieg gerade. Und wir müssen hier irgendwie versuchen, Krieg da rauszuholen. Das sieht schön aus. Also damit wird er jetzt gleich bestimmt ein paar Probleme haben hier. Tristone. Das habe ich in einem Video gesehen. Von IGN, glaube ich. Ach, Training Dummy. Das ist nur ein Dummy. Kann ich den kaputt machen? Nee. Hier kann ich wahrscheinlich Attacken trainieren. Interessant. Wer ist er hier? Wer ist Ed? Hi. The Reaper. It's about time you came. The Makers are dying, and our realm. We few are all that remain. A warrior's life is never easy, old one. Aye, not easy, but simple. I always saw my end with blade in hand, a field of enemy dead before me. And what glorious end awaits you hiding behind these gates? You cannot fight corruption, nor can you harm it. You can only kill those it has claimed. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Muse on that, Ryder, before you mark me as a coward. Okay, wir haben jetzt also erfahren, dass er hier die Korruption bewacht. Und man kann sie nicht bekämpfen, man kann auch nicht sie zähmen. Man kann nur gegen das kämpfen, was sie auswirft. Können anscheinend trainieren und ich wollte schon immer einen Maker bekämpfen. I can end your troubles, Maker. Well, you're welcome to try. This blade is more ancient than you, Ryder. And taller to boot. I will break it and you down to size. Ich glaube, das mache ich noch nicht. Was können wir denn hier machen? Meteor Strike. Ja, können wir Twin Cannon. Useful Launch Attack. Aber so viel Geld habe ich noch nicht. Hat er nichts Billigeres? Scheint nicht. Ne, bekämpfen werde ich den auf jeden Fall noch nicht. Der ist bestimmt ein extrem hohes Level. You have gifts. Wenn wir mal auf der Karte gucken, jetzt hier ein bisschen umzusehen. Da ist der Trainer für die Basic Moves, da waren wir gerade. Talisman und Consumables. Serpent Thome. Schlangenloch. Armee und Waffen. Da geht's weiter, da sind wir hergekommen. Gehe ich mal zu Armee und Waffen. Gucken, ob die mir was bieten können. Aber erstmal hier hin zum Schlangendings. Oh Gott, was ist das denn? Ach, das ist Post. Das ist alles Post. Aha. Ein Gift von Morgrim. Dankeschön. Delete. Noch ein Gift von Wurgrim. Da ist ganz viel. Von dem Maker. Komm, ich nehme alles mit von Wurgrim, ganz viel. Saving Mail, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil ich gerade nicht im Internet bin. Ja, sorry. Skeletal Axe of Rending. Ich bekomme. The Dark Daylands. Ja. Maker Body Armor. Jetzt kriege ich alles. Maker Boots. Maker Gloves. Maker Shoulder Piece. Maker Thinch. Noch eine Sense. Mace Maximus.
Fletcher's Crow Hammer. Thunder Smash. Rusanov's Axe. Mortius. Shadow of Death. Scythe. Shadow of Death Body Armor. Die Schatten des Todesrüstung. Mal gucken, welche mir gleich am meisten hilft. Angel of Death Films. Angel of Death Rüstung. Ja, ich will jetzt mal so langsam weiterlaufen. Aber cool, wie viel man kriegt.